der Rechte. Oh, der hat jetzt schön durchgeschüttelt. Und jetzt geht er natürlich nach, der Ladouet. Ah, ein bisschen kühler im Kopf muss er behalten. Fegt es da zwei, dreimal über den Kopf von Roputi drüber. Und nochmal die Rechte. Ja, die hat er geschwört. Jetzt steht er da in der Ringecke. Zweimal die Rechte durchgekommen und da steht er. Und ist K.O. im Stehen. Ladouet hat mal wieder gezeigt, was er für ein K.O.-Schläger, für ein K.O.-Monster ist. Aber da hat er feststellen müssen, hoppla, hoppla. Da kommt einer, der hat noch ein bisschen mehr Power in den Fäusten. Und er sitzt immer noch am Boden, schwer benommen, während natürlich Ladouet hier tanzt und feiert. Tasten, ey. Wenn er die Chance hat, dann knallt er seine linken und rechten raus. Da liegt er schwer angenockt am Boden, kommt aber noch mal hoch, guckt in seine Ringecke und das kommt jetzt auf die Augen drauf an. Und der Ringrichter bricht den Kampf ab. Zu Recht, ich denke, da wäre ich nicht mehr weit gekommen. Kann man sich alles noch mal in Ruhe anschauen. So, jetzt bumps. Die Rechte voll und nochmal nichts sagen, dann zieht sie.